Meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Fürstenzimmer, liebe Augsburgerinnen und Augsburger. Eigentlich hätten wir gestern hier in Augsburg den Christkindlesmarkt eröffnet. Und eigentlich würde am Freitagabend die Shoppingnacht hier starten. Eigentlich, das ist ein vielgebrauchtes Wort in diesem Corona-Jahr 2020. Eigentlich hätte man so viel vorgehabt und eigentlich kommt es ganz anders. Und so muss ich mich heute an Sie wenden, weil unsere gemeinsamen Anstrengungen Stand heute leider noch nicht ausreichen und uns die Zahlen bezüglich des Coronavirus weiter entsprechend im Griff halten. Statt Shoppingnacht am Freitagabend werden am Freitag um 18 Uhr weitere verschärfte Maßnahmen hier im Stadtgebiet Augsburg in Kraft treten. Und die möchte ich Ihnen heute erläutern. Die Werte sind nach wie vor hoch. Heute, am Dienstag, haben wir Neuinfektionen von 284,2 pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. Gestern hatten wir nur gut 270 und daran sehen Sie schon, wir kommen mit den Zahlen einfach nicht runter. Und vor allem, wenn ich mir auch anschaue, wie viele Menschen inzwischen verstorben sind, inzwischen sind es 57, dann zeigt sich, mit wie viel Kraft dieses Virus in unserer Stadt auch unterwegs ist. Die Werte sind also nach wie vor viel, viel, viel zu hoch. Die gute Nachricht ist zwar, dass der Wert nicht mehr so steigt, wie er das schon vor ein paar Wochen getan hat, aber wir haben eben ein Plateau erreicht, das immer so zwischen 270 und 300 pro 100.000 Einwohnern pendelt. Aber wie gesagt, das reicht nicht. Dieses Plateau, alle Virologen sagen, das reicht nicht, sondern wir müssen mit den Werten nach unten. Die Zuwachsrate hier in der Stadt Augsburg liegt so ungefähr bei 0,88. Und wenn wir diese Zuwachsrate unterstellt so weiterlaufen lassen würden, also wenn wir unterstellen, dass auch in den nächsten Tagen und Wochen diese Zuwachsrate sich nicht verändern würde, dann würden wir bis Ende Februar 2021 brauchen, um den Wert von 50 pro 100.000 Einwohner zu erreichen. Und das wäre viel zu spät. Es wäre viel zu spät für die Kontaktpersonennachverfolgung. Es wäre viel zu spät für die Unterbrechung der Infektionsketten. Und es wäre vor allem auch viel zu spät, und darum geht es immer, für die Entspannung an unseren Krankenhäusern. Und zur Erinnerung, es behaupten ja viele, die 50 seien einfach nur gegriffen, ein politischer Wert, der nichts weiter aussagt. Die 50 pro 100.000 Einwohner sind die Marke, bis dahin die Gesundheitsämter in der Regel gut in der Lage sind, die Infektionsketten nachzuvollziehen und eben die Infektionsketten auch zu unterbrechen und damit das Infektionsgeschehen beherrschbar zu halten. Werden diese Werte höher, dann ist es eben genau dann der Punkt, dass dieses Infektionsgeschehen diffus wird, ein Phänomen, was wir ja seit einigen Wochen hier in Augsburg auch beobachten. Wir müssen also den Inzidenzwert in diesen beherrschbaren Zustand wieder bekommen, und zwar möglichst schnell. Momentan sind wir fast 6-mal so hoch wie der 50er-Wert, der vom RKI mit der Politik entsprechend ausgearbeitet worden ist. Wir sind in Augsburg nach wie vor Hotspot. Wir gehören zwar deutschlandweit nicht mehr zu den Top 10, bayernweit, aber sehr wohl. Und in einem Papier der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja morgen tagen wird, und dieses Papier gibt es bereits, ist auch online im Netz auffindbar, sagt eben auch ausdrücklich, dass in Gebieten mit besonders hohem Infektionsgeschehen eben auch regionale Verschärfungen vorgenommen werden sollen. Und deswegen müssen wir in Augsburg jetzt weitergehende Maßnahmen treffen. Gerade auch, weil bundesweit niemand sagen kann, woher die Infektionen kommen. Rund 80% des Infektionsgeschehens ist nicht nachvollziehbar, ist diffus. Wenn also Patientinnen und Patienten gefragt werden, wo sie glauben, dass sie sich angesteckt haben könnten, kommt oft keine Antwort, weil die Menschen es einfach nicht wissen. Und das bedeutet aber beispielsweise auch, dass bei den Hygienekonzepten, über die ja in den letzten Tagen und Wochen auch sehr intensiv Land auf, Land ab diskutiert wird, auch hier in Augsburg, dass wir bei diesen Hygienekonzepten nicht mit Sicherheit sagen können, ob sie funktionieren
oder ob sie eben nicht funktionieren, weil, wie gesagt, die Infektionen sind ja nach wie vor auch da. Mir ist bewusst, dass die einen sagen werden, dass das Vorziehen von Maßnahmen hier in Augsburg ein Aktionismus ist. Mir ist bewusst, dass andere sagen werden, es ist zu spät. Aber ich möchte an der Stelle auch noch mal ausdrücklich sagen, dass alle Experten, mit denen ich mich unterhalten habe, geraten haben, abzuwarten, Geduld zu haben, auch wenn es schwerfällt, da eben dieser Mini-Lockdown oder Wellenbrecher-Lockdown eben nicht so schnell Wirkung zeigt, als wenn wir komplett in den Lockdown wie im Frühjahr gegangen wären. Und ich möchte auch einen juristischen Aspekt an dieser Stelle einbringen. Es geht bei Maßnahmen immer um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, gibt es ein milderes Mittel, um den Zweck, in dem Fall die Entlastung des Gesundheitssystems, zu erreichen? Und das waren natürlich die bundesweiten Maßnahmen, die zu Anfang November in Kraft gesetzt worden sind. Aber es dauert zu lange und es dauert vor allem auch zu lange ohne merkliche Abflachung. Und darauf kommt es eben ganz entscheidend und eigentlich alleine drauf an, mit Auswirkungen auf das Universitätsklinikum beziehungsweise auch die anderen Krankenhäuser. Schon jetzt funktioniert das Uniklinikum nur, weil die Kolleginnen und Kollegen Ärzte dort die Möglichkeit haben, Patientinnen und Patienten abzuverlegen. Alleine am Wochenende wurden 3 zum Teil intubierte Patienten in andere Universitätskliniker verlegt. Und ich möchte auch noch ein Wort sagen zum sogenannten DIVI-Register. Das ist ja ein Register, in dem bundesweit die Intensivbetten aufgezeichnet werden bzw. dargestellt werden, wie viele Intensivkapazitäten noch frei sind. Und da geistert ja dann auch vor allem durch die sozialen Medien, dass wir hier in Augsburg nur Panik verbreiten wollen, weil in diesem besagten Register noch immer sehr viele freien Bettenkapazitäten angezeigt werden. Ich möchte hier ausdrücklich noch mal sagen, dass bei diesem Register nur intubierte Patienten angezeigt werden, aber eben nicht diejenigen mit oftmals aufwendigeren anderen Beatmungsformen. In Rücksprache mit dem Universitätsklinikum, mit dem ärztlichen Direktor, Herrn Professor Dr. Bayer, wird es aber so sein, dass das Uniklinikum ab heute tagtäglich auch die Zahlen einstellen wird, wie viele Intensivbetten am Universitätsklinikum belegt sind. Mir war das einfach sehr wichtig, dass hier noch mehr Transparenz auch in die Diskussion gebracht wird. Und ich möchte mich an der Stelle auch ganz herzlich bei der Universitätsklinik, vor allem bei Herrn Professor Bayer, bedanken, dass er hier so offen war, dass wir das gemeinsam auch vereinbaren konnten. Ich habe mir in der letzten Woche selbst ein Bild vor Ort beim Uniklinikum gemacht. Und vielleicht auch hier mein Eindruck: nach außen sieht es ja irgendwie alles ganz gut aus. Man hat in Deutschland ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wir sind bisher alle miteinander gut durch die Krise gekommen und dieser Eindruck herrscht weiter. Aber die Pandemie bringt das Universitätsklinikum und vor allem seine Belegschaft an die Grenzen. Das sieht man von außen nicht unbedingt. Und nur durch eine außerordentlich gute Organisation der Abverlegung von Patientinnen und Patienten kann eben momentan die gute Versorgung überhaupt noch gewährleistet werden. Und ob Intensivmediziner oder Pflegekraft, die Motivation der Belegschaft ist auch nach Monaten im Pandemiemodus ungebrochen hoch. Und dafür ziehe ich im Namen aller Augsburger Bürgerinnen und Bürger und darüber hinaus meinen Hut und sage Danke. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums und in vielen anderen Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeeinrichtungen oder Praxen, aber auch die Ehrenamtlichen bei der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisation leisten Außerordentliches und wollen ganz unabhängig vom Krankheitsverlauf helfen, und zwar allen. Und damit sind eben nicht nur die Covid-Patienten gemeint, sondern eben auch diejenigen, die einen Herzinfarkt oder eine andere schwere lebensbedrohliche Krankheit haben. Ich mache das gar niemandem zum Vorwurf, aber die Situation können, glaube ich, viele nur verstehen, wenn sie selbst betroffen waren oder jemanden auch kennen, der selbst betroffen ist. Ansonsten
fühlt man sich in dieser Lage so ganz weit weg. Man liest es nur entfernt in der Zeitung oder hört es im Radio. Aber ich kann Ihnen allen sagen, so weit weg ist die Situation nicht, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie die ärztliche Versorgung aussieht. Und eben um diese ärztliche Versorgung für alle, für wirklich alle auch weiterhin gewährleisten zu können, halte ich mich eben auch an die klare Linie, der ich in den letzten Wochen gefolgt bin, nämlich den Austausch mit Experten, mit unserem Gesundheitsamt, Herrn Dr. Wiebmer, aber vor allem auch mit dem Landesamt für Gesundheit oder mit den Ärzten am Klinikum, um dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Und aufgrund eben des anhaltend hohen Plateaus habe ich gemeinsam mit dem Krisenstab in der Stadtregierung die Entscheidung getroffen, nun auch weitere Maßnahmen hier in Augsburg zu verhängen. Das letzte Mal vor ungefähr 4 Wochen war es eine sehr kurzfristige Kommunikation. Auch damals hat am Mittwoch die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin getagt. Am Donnerstag haben wir dann die Augsburger Maßnahmen in einer Pressekonferenz bekannt gegeben und am Freitag wurden diese Maßnahmen in Kraft gesetzt. Auch diese Woche tagt die Ministerpräsidentenkonferenz erst morgen am Mittwoch wieder. Aber mir war es einfach wichtig, diese Vorab-Info, in welche Richtung die Reise gehen kann, eben schon heute zu geben, damit man sich auch darauf einstellen kann, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Und trotzdem sind diese Ausführungen, die ich jetzt machen werde, natürlich unter allen Vorbehalten bezüglich der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Es kann also auch noch mal kurzfristig zu Änderungen kommen, weil mir genauso wie vor 4 Wochen wichtig ist, dass wir eben nicht irgendwie andere Beschlüsse fassen, als dann bundes- oder landesweit gelten sollen, sondern dass hier für die Bevölkerung auch eine Stringenz der Regelungen, also dass wir nicht Brüche haben nach 4 Tagen, dass das auch eben entsprechend sichergestellt ist. Gelten sollen die Regelungen, die über eine städtische Allgemeinverfügung geregelt würden, ab Freitag, kommenden Freitag, den 27.11. ab 18 Uhr. Ich möchte zu den Inhalten kommen. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass wir nochmal alle uns an der eigenen Nase packen und miteinander die Kontakte vermeiden, die wir nicht wirklich notwendigerweise auch begehen müssen. Das heißt, wenn möglich, bitte zu Hause bleiben, bitte nicht mit anderen sich treffen, sondern die Kontakte wirklich so weit wie möglich auch zu reduzieren. Wir haben in dem Entwurfspapier der Ministerpräsidentenkonferenz bereits formuliert, dass es in den nächsten Wochen eine Kontaktbeschränkung auf 5 Personen aus 2 Haushalten geben soll. Sollte das in diesem Papier morgen von der Ministerpräsidentenkonferenz verabschiedet werden, werden wir auch diese Maßnahmen entsprechend in Augsburg umsetzen. Wir werden in den Schulen in den erweiterten Wechselunterricht gehen. Es ist ja bereits jetzt schon so, dass die weiterführenden Schulen im Wechselunterricht sind. Wir werden das erweitern auf die Mittel- und Förderschulen ab der 7. Jahrgangsstufe, wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Im Gegenzug lassen wir allerdings die Jugendhäuser offen, und zwar unter entsprechenden strengen Auflagen, die notwendig sind, um einfach auch dort Abstandsregeln einhalten zu können. Ich mache ein Beispiel. Das Jugendhaus in Oberhausen hat 120 Quadratmeter und ist eigentlich für 120 Jugendliche zugelassen. Zurzeit haben wir aber die Regelung, dass nur ein Jugendlicher pro 10 Quadratmetern dort sich aufhalten darf. Das heißt also maximal 12 Jugendliche. Aber wir wollen eben, dass gerade auch wenn die Schulen im Wechselunterricht sind, es trotzdem einen Anlaufpunkt für die Jugendlichen gibt. Wir werden im Einzelhandel die Quadratmeterzahl pro Kunde erhöhen. Wir haben momentan die Regelung, dass wir 10 Quadratmeter im Einzelhandel pro Kunde anbieten müssen. Wir werden das auf 20 Quadratmeter erhöhen, so wie es ja auch schon mal im Sommer der Fall war. Wir werden eine Maskenpflicht auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen einführen in Gebieten, wo an sich keine Maskenpflicht gilt. Auch das ist ein Punkt aus dem Ministerpräsidentenkonferenzpapier. Also beispielsweise vor dem Baumarkt in Lechhausen wird künftig auf dem Parkplatz Maskenpflicht gelten. Kunst- und Handwerkermärkte, Töpfermärkte und Flohmärkte, Indoor und Outdoor, werden verboten. Es gibt
ein Verbot von Präsenzunterricht von außerschulischen Bildungsangeboten sowie von Musik- und Fahrschulen. Die Büchereien bleiben geöffnet, ebenso wie die Einrichtungen wie Behindertenwerkstätten beispielsweise auch geöffnet bleiben sollen. Wir werden außerdem in den Gebieten, wo wir schon jetzt Maskenpflicht angeordnet haben, damit meine ich nicht die Parkplätze vor Baumärkten, aber die Gebiete gerade in der Innenstadt oder in den stark frequentierten Stadtteilen, in diesen Gebieten wird es ein Alkoholausschankverbot geben. Hintergrund ist, dass wir in den letzten Tagen beobachten mussten, dass es einfach verschiedene Hotspots gibt, vor allem auch in der Innenstadt, aber auch beispielsweise, wenn man Richtung Oberhausen rausfährt, wo eben Alkohol ausgeschenkt wird und dann eben Gruppen zusammenstehen und entsprechend nicht den Abstand einhalten, beziehungsweise auch die Zwei-Haushaltsregel sehr oft nicht eingehalten worden ist. Am Arbeitsplatz, auch das in dem MPK-Papier entsprechend hinterlegt, soll auch gelten, dass Maskenpflicht eingeführt wird im Betrieb, wenn man sich bewegt und am Arbeitsplatz selber dann auch, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Und ich möchte auch noch an die Arbeitgeber appellieren, sich zu überlegen, inwiefern über Weihnachten die Möglichkeit von Betriebsschließungen sich ergeben können, um einfach auch hier Infektionsschutzgründen das Miteinander der Mitarbeitenden zu entzerren und weniger Infektionsquellen auch zu bieten. Und genauso möchte ich auch noch mal dringend darum bitten, zu prüfen, inwiefern den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch vermehrt Homeoffice-Möglichkeiten angeboten werden können, wo das natürlich auch möglich ist. Es gibt ja auch viele Arbeitsbereiche, wo das gerade nicht geht. Sollte der Inzidenzwert weiter steigen, also da rede ich dann davon, wenn wir noch mal über die 300 rutschen, werden wir auch darüber nachdenken, und das ist jetzt noch keine Option, aber ich möchte es ausdrücklich an der Stelle sagen, werden wir auch darüber nachdenken, ob wir eine allgemeine Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr einführen. Auch das nochmal, um Kontakte im gesamten Stadtgebiet zu reduzieren. Es ist eine schwierige Situation. Wie gesagt, und das kann ich nur immer wieder wiederholen, es geht um unser Gesundheitssystem. Es geht darum, dass unsere Krankenhäuser weiter funktionsfähig bleiben können. Und deswegen müssen wir alle miteinander versuchen, auch die Inzidenzwerte nach unten zu bringen. Der Inzidenzwert alleine ist zwar noch nicht das Entscheidende, wie die Corona-Pandemie sich auswirkt, aber je mehr Menschen infiziert sind, desto höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Verläufe dabei sind. Und genau die wollen wir vermeiden. Und damit darf ich jetzt an Herrn Dr. Wiebmer übergeben, den kommissarischen Leiter unseres Gesundheitsamtes, der Ihnen die aktuellsten Zahlen und Entwicklungen präsentieren wird. Vielen Dank. Das Infektionsgeschehen hat sich etwas beruhigt, was sehr positiv ist. Wir haben den Höhepunkt der zweiten Welle vorerst zumindest überschritten und wir haben derzeit ein Infektionsgeschehen, bei dem wir ca. 120 Fälle im Tagesschnitt weiterhin gemeldet bekommen, was allerdings immer noch sehr viel ist. Wir in Augsburg haben die Erfahrung gemacht, dass mit Fallmeldungen zwischen 10 und 20 pro Tag ganz gut umgegangen werden kann, sowohl im Gesundheitsamt als auch bei allen anderen betroffenen Einrichtungen. Man darf hier nicht vergessen, jeder einzelne Fall hat ja Bezug zu entweder einer Einrichtung oder im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich oder vielleicht eben sogar zum Krankenhaus, dadurch, dass er möglicherweise schwer erkrankt. Aber eben auch Schulen, Kindergärten, Firmen werden auch durch jeden einzelnen Fall belastet, dadurch, dass ja durch jeden einzelnen Fall umfangreiche Quarantänemaßnahmen in der Regel erforderlich werden. Mit 10 bis 20 Fällen pro Tag hält sich diese Quarantänemaßnahmen in Grenzen, sodass wir das Ziel haben, möglichst schnell dort wieder hinzukommen. Aktuell ist es so, dass durch die Maßnahmen, die wir zunächst lokal in Augsburg hatten, tatsächlich eine Plateaubildung erreichen konnten. Wir hatten am 6.11. den Höhepunkt bisher der Inzidenzwerte mit etwas über 380, hatten dann auch in den Folgetagen noch ein
deutlichen Rückgang und auch dieser Rückgang hat sich sogar zunehmend beschleunigt in den ersten Tagen. Allerdings diese Beschleunigung des Rückgangs hat dann am 13.11., wie wir jetzt im Nachhinein feststellen können, aufgehört. Das heißt, wir haben hier einen inzwischen gleichmäßigen Rückgang, der allerdings auf äußerst niedrigem Niveau ist. Und wenn sich dieser Rückgang, der seit einer Woche sich jetzt eingependelt hat, so weiter ginge, würde das tatsächlich bedeuten, dass wir noch 3 Monate bräuchten, um allein die Inzidenzgrenze von 50 pro 100.000 zu unterschreiten. Das heißt, es wäre erst am 23. Februar rein rechnerisch der Fall. Das ist natürlich zu langsam. Das heißt, wir müssen weitere Maßnahmen ergreifen, um den Rückgang zu beschleunigen. Warum nimmt der Rückgang so langsam ab? Weil noch zu viele Kontakte stattfinden. Das Virus hat noch zu viele Möglichkeiten, sich auszubreiten. Wir lassen dem Virus noch zu viel Raum und wir müssen deshalb Kontakte weiter reduzieren, damit das Virus gar keine Gelegenheit bekommt, von einem Menschen zum nächsten Menschen zu wechseln. Und wenn uns das gelingt, und wir hoffen, dass es mit diesen Maßnahmen gelingen wird, dann können wir dieses Ziel erreichen, dass wir also eine deutliche Abnahme des Infektionsgeschehens erreichen können, sodass wir jetzt innerhalb eines Monats und nicht innerhalb von 3 Monaten, sondern innerhalb eines Monats, das heißt bis zum 24. Dezember ab heute gerechnet, tatsächlich die Schwelle von 50 pro 100.000 unterschreiten könnten. Zum Infektionsgeschehen. Das Infektionsgeschehen ist weiter diffus, wie seit Beginn der zweiten Welle. Wir beobachten weiter, dass sich auch die Altersverteilung immer weiter angleicht über die verschiedenen Altersschichten. Wir hatten ja zu Beginn der zweiten Welle, Anfang Oktober, einen ganz deutlichen Schwerpunkt bei den 10- bis 30-Jährigen, der inzwischen sich etwas breiter verteilt hat. Inzwischen würde ich den Schwerpunkt, wie man ja hier auch sieht, bei den 12- bis 62-Jährigen ansiedeln. Das sind jetzt hier die Zahlen der letzten Woche, die Sie eingeblendet sehen. Tatsächlich ist es dieser Mittelbau der Altersgruppen, der hier das Infektionsgeschehen auch zahlenmäßig maßgeblich befeuert. Was man weiterhin sieht, auch wenn es zahlenmäßig gar nicht so relevant ist, ist weiterhin so eine Spitze, so ein Höhepunkt bei den inzwischen bei den 23-Jährigen. Das haben wir auch davor schon beobachtet. Zahlenmäßig allerdings auch nicht so wesentlich, dass uns das Sorge bereitet. Vielmehr bereitet uns eben Sorge, dass inzwischen auch, wie man hier sieht, verhältnismäßig viele über 90-Jährige infiziert sind. Und das ist natürlich die Hauptrisikogruppe, um die wir uns wirklich Sorgen machen müssen bezüglich schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen. Natürlich auch schon bei den etwas Jüngeren, aber vor allem bei dieser Altersgruppe. Und das ist auch die Altersgruppe, die tatsächlich in den letzten Wochen jetzt zunehmend hinzugekommen ist. Wir hatten ja Anfang der zweiten Welle kaum über 90-Jährige oder überhaupt ältere Menschen in der Verteilung dabei. Und das ist eben die besorgniserregende Entwicklung. Was wir hier auch sehen, ist eben, dass die anderen Altersgruppen, beginnend ab 12 Jahre eigentlich bis 70, 80 Jahre, gleichmäßig verteilt sind, was den Bevölkerungsanteil anbelangt. Allerdings muss man natürlich auch die zahlenmäßige Verteilung anschauen. Und da ist es tatsächlich eben so, dass die Hauptlast im Infektionsgeschehen derzeit eben zwischen 12 und 62 liegt. Also vor allem die Erwachsenen jetzt hier die größte Rolle spielen, eben im mittleren Lebensalter, sagen wir mal, eben zwischen 20 und 60 Jahre, die wir jetzt hauptsächlich auch adressieren müssen mit unseren Maßnahmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wiedmer. Dann darf ich herzlich begrüßen heute den Vizepräsidenten unseres Polizeipräsidiums, Herrn Trebes, der uns auf den Stand bringen wird in Bezug auf das Thema Vollzug und Beobachtung der Einhaltung der Corona-Maßnahmen bisher. Herr Trebes, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Dr. Wiedmer, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann mich den Ausführungen von der Frau Oberbürgermeisterin und von Herrn Wiedmer nur anschließen und dies aus polizeilicher Sicht nur unterstreichen. Als Polizei schauen wir von jeher und grundsätzlich auf die Einhaltung von Recht und Gesetz. Und wir müssen Regeleinhaltung entsprechend kontrollieren, um den angestrebten Zweck zu erfolgen.
Was bedeutet es für die Corona-Pandemie? Wir waren vor einem halben Jahr, war ich schon hier gestanden, da habe ich Ähnliches gesagt. Wir müssen hier die Entwicklung der Infektionszahlen im Auge haben. Wir müssen unseren Beitrag als Polizei dazu leisten, hier wirksam zu kontrollieren und die Regeleinhaltung in der Bevölkerung möglichst weit zu begünstigen und zu fördern. Insgesamt wird nach unserer Einschätzung die Maskentragungspflicht zum Beispiel im Bereich des ÖPNV und den Straßenbahnen, in den Bussen, vom Großteil der Bevölkerung sehr, sehr gut eingehalten. Unzufrieden oder noch nicht im ausreichenden Maße zufrieden sind wir beispielsweise im Bereich von Haltestellen oder auch in sonstigen Bereichen der Innenstädte, wo wir eine Tragepflicht in Tragezonen haben. Hier ist zwingend Nachforderungsbedarf und Nachbesserungsbedarf erforderlich. Auch werden wir immer wieder, das sind zwar nur vereinzelte Fälle, aber aus unserer Sicht zu viele Fälle, aufgrund Ruhestörungen zu Privatpartys gerufen. Dort stellen wir Zustände zum Beispiel fest, wo sich hier über alle Regeln hinweggesetzt wird und man eigentlich schon von vorsätzlichen und nicht mehr von fahrlässigen Handeln ausgehen muss. Wir verzeichnen auch immer wieder Verstöße gegen Quarantäneauflagen und müssen hier entsprechend einschreiten. Wir müssen natürlich diese Verstöße, und wir haben das in der Vergangenheit ähnlich wie der Ordnungsdienst auch, immer versucht, konsequent zu ahnden. Je nach Schwere des Verstößes, der Verstöße haben wir natürlich auch Abstufungen vorgenommen. Wir haben unsere Beamten angewiesen, künftig noch konsequenter zu ahnden, insbesondere bei beharrlichen Verstößen, bei Uneinsichtigkeit und bei Unbelehrbarkeit. Muss Fehlverhalten konsequente Folge haben, muss verwarnt und zur Anzeige gebracht werden. Nur so können wir, und da bitte ich um Verständnis, auch eine Verhaltensänderung im Sinne der Allgemeinheit erreichen. Hier geht es dabei, und auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, was ich schon an dieser Stelle vor einem halben Jahr gesagt habe. Es geht hier nicht um Gängelei und es geht auch nicht um aus Teilen der Bevölkerung vorgeworfene Abzocke. Es geht hier um ein ganz anderes Ziel. Es geht darum, dass die Infektionsschutzregeln beachtet werden. Und es geht darum, dass die Infektionsketten wirksam und schnellstmöglich unterbrochen werden. Und hier müssen wir aus Sicht der Polizei, und ich denke, ich kann auch für den Ordnungsdienst hier mitsprechen, entsprechende Maßnahmen treffen und Fehlverhalten konsequent ahnden. Es geht aber, und das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn Sie das aus meinem Munde hören, es geht auch um eine zu höchst moralische Frage. Meine Bitte ist deshalb im Sinne der Mitmenschen, vor allem im Sinne der vulnerablen Bevölkerungsgruppen, unserer Älteren, der chronisch Kranken. Eigene Egoismen und Mythen, die man Tag ein, Tag aus immer wieder von manchen Seiten hört, zurückzustellen und sie an die aufgestellten Regeln zu halten. Das ist eine Bitte der Polizei, der Augsburger Polizei. Je konsequenter dies von jedem Einzelnen beachtet und umgesetzt wird, umso schneller, denke ich, können wir auch wieder in die ganz normale Normalität zurückkehren, ohne Einschränkungen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass der mögliche Ermessensspielraum der Polizei bei Fehlverhalten oder bei Verstößen wegzuschauen oder auch mal, so wie Sie es in der Vergangenheit von uns, einer bürgernahen Polizei gewohnt sind, auch einmal ein Auge zuzudrücken, hier fast auf null zu reduzieren ist. Das heißt, wir haben unsere Beamten angewiesen, bei Fehlverstößen konsequent einzuschreiten und notwendigen Maßnahmen wie Erstattung von Anzeigen, Verwarnungsgelder konsequent anzuordnen. Deswegen meine Bitte, lassen Sie es nicht erst so weit kommen, denken Sie daran, denken Sie an die notwendigen Abstände, denken Sie an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, vor allem in den bisher bekannten, aber auch in den neu angeordneten Zonen. Denken Sie daran im ÖPNV, wo es in Teilen schon sehr gut funktioniert, aber vor allem auch in dem Bereich von Haltestellen, wo wir auch Menschenansammlungen haben und die notwendigen Abstände nicht eingehalten werden können. Halten Sie sich bitte an die Kontaktbeschränkungen. Aktuell ist einfach nicht die Zeit zu feiern. Denken Sie daran, dass auch Atteste, die uns zum Teil vorgelegt werden, die angeblich von einer Mund-Nasen-Bedeckungstragepflicht entbinden, von uns auch aufgrund unserer Erfahrungen in den letzten Wochen auf Echtheit und Glaubwürdigkeit geprüft werden. Auch hier müssen wir die Echtheit
oftmals hinterfragen, weil wir feststellen oder in der Vergangenheit in diesem Bereich Unregelmäßigkeiten festgestellt haben und wir keine Umgehung dieser Regel dulden können. Ich bitte um Verständnis hierfür und bitte um Verständnis dafür, dass unsere Beamten hier wichtige Aufgabe erfüllen müssen. Deswegen zum Schluss nochmal mein Appell, bitte halten Sie sich an die notwendigen Regeln. Danke. Vielen Dank, Herr Trebes. Dann würde ich einen Platzwechsel von Herrn Dr. Wiebmer und Herrn Dr. Kasatzer vorschlagen. Herr Dr. Kasatzer ist der Geschäftsführer unserer Stadtwerke, weil das Thema ÖPNV ja auch immer in der Diskussion steht und ich auch viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern bekomme, dass der ÖPNV zu voll ist. Herr Dr. Kasatzer wird dazu jetzt ein paar Ausführungen machen, aber ich möchte an der Stelle schon auch noch mal ausdrücklich sagen, es geht auch um Eigenverantwortung. Es geht schon auch um die Frage, die man sich selber jeden Tag stellen kann, wenn man an der Haltestelle steht, muss ich in die jetzt volle Bahn einsteigen oder warte ich vielleicht auf die nächste? Und ich glaube, das ist etwas, was niemand abnehmen kann, weder die Stadt noch die Stadtwerke noch der Staat. Man muss auch selber überlegen, ob das jetzt sein muss. Aber zu der Organisation des ÖPNVs während der Pandemie, Herr Dr. Kasatzer. Ja, herzlichen Dank, Frau Oberbürgermeister. Ja, wie schaut es beim öffentlichen Verkehr aus? Zurzeit kann ich Ihnen mitteilen, dass wir bezüglich der Frequenz unserer Fahrgäste das richtige Fahrplanangebot hier zur Verfügung stellen können. Ich beobachte selber regelmäßig in der Frühspitze, wie die Auslastung unserer Fahrzeuge an neuralgischen Punkten aussieht. Und wir haben das meiner Meinung nach sehr gut eingeplant, dass eben hier genügend Kapazität zur Verfügung steht. Wir schaffen es auch mit unserem Fahrplan, der in der Frühspitze natürlich sehr dicht ist, auf die kurzen Fahrzeuge zu verzichten. Wir setzen alles unsere Langzüge ein, 42 Meter, die eben mehr Fassungsvermögen aufweisen und können damit also das optimale Angebot zur Verfügung stellen. Wir haben Verstärkerfahrzeuge an gewissen Streckenabschnitten zu gewissen Zeiten im Einsatz, sodass es möglich ist, hier zu sagen, dass wir diese Spitze, die in der Früh stattfindet, gut abfahren können. Also hier gelingt es uns zusehends immer, die Fahrzeuge gleichmäßig befüllt zu haben. Da ist natürlich auch dieser Lockdown-Light, der momentan verzeichnet wird, natürlich auch eine hilfreiche Situation. Gerade wenn Schulzeiten sind, Schulbeginnzeiten, ist es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass hier eine Entzerrung stattfindet. Und das ist offensichtlich zurzeit gut gegeben. Wir denken auch, diese weiteren Maßnahmen, Wechselunterricht an Schulen, wird da natürlich das Ganze auch begünstigen und damit auf längere Sicht eben sichergestellt ist, dass der öffentliche Verkehr eben als Infektionsquelle möglichst ausgeschlossen werden kann. Wir werden auch bei den Fahrzeugen weiterhin unser Konzept verfolgen, das heißt gut die Fahrzeuge zu reinigen und, was noch wichtiger ist, gut zu belüften. Hier das Thema Aerosole ist ja in aller Munde. Hier kann man festhalten, dass die Frischluftzufuhr durch Öffnen aller Fahrzeugtüren regelmäßig natürlich bei den Haltestellen stattfindet. Und die Hersteller von den Fahrzeugen haben uns mitgeteilt, dass binnen 2-3 Haltestellen der komplette Luftinhalt ausgewechselt ist. Also hier wird eben die Luft dermaßen verdünnt, dass die Aerosoleinwirkung reduziert stattfinden soll. Genaues weiß man natürlich nicht. Deshalb gibt es ja auch eine Studie vom Bundesverkehrsministerium, die jetzt diese Erkenntnisse noch vertiefen will.
Insgesamt sind auch unsere Mitarbeiter ein wichtiges Indiz, nämlich unsere Mitarbeiter sind weitestgehend gesund und die sind natürlich in dieser Raumatmosphäre unterwegs und haben also hier keine Covid-Fälle zu verzeichnen. Wenn ein Covid-Fall auftritt, ist es meistens natürlich aus dem privaten Umfeld nachzuvollziehen und wir sehen also hier auch für unsere Mitarbeiter der Arbeitsschutz, dass er sehr, sehr hoch angesiedelt ist und gut bei uns etabliert ist. Was vielleicht noch zu sagen ist, wir kommunizieren natürlich auf verschiedensten Kanälen. Wir haben natürlich unsere Anzeigen, auch unsere Durchsagen in den Fahrzeugen. Wir weisen auch jetzt zusehends immer mehr darauf hin, bei wichtigen Haltestellen, dass die Straßenbahnen gleichmäßig befüllt werden sollen, also alle Einstiege genutzt werden, damit eine optimale Verteilung im Fahrzeuginneren stattfinden kann. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass wir so einen dichten Takt fahren, dass also durchaus einmal eine Straßenbahn, die einem zu voll erscheint, vorbeiziehen lassen kann. Also die nächste ist in 2-3 Minuten verfügbar. Also da ist der Effekt immer erkennbar, dass die zweite Bahn dann mäßig gefüllt ist, also da ausreichend Platzkapazitäten zur Verfügung sind. Es muss nicht alles in die erste Bahn hinein. Das ist mein Appell an unsere Fahrgäste, dass man da durchaus hier sensibel reagieren sollte, um das Infektionsgeschehen insgesamt in der Stadt in den Griff zu halten. Das ist mein Wunsch. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kasatza. Ja, und jetzt spannen wir einen Bogen. Obwohl es keinen Christkindlesmarkt gibt, obwohl es keine Shoppingnacht gibt, obwohl Weihnachtsfeiern dieses Jahr vielleicht virtuell stattfinden, aber wahrscheinlich eher selten in echt, können wir alle miteinander die heimische Wirtschaft, den heimischen Einzelhandel, die heimische Gastronomie stärken. Und auch das möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich war 10 Jahre lang knapp 10 Jahre Wirtschaftsreferentin hier in Augsburg. Und mir blutet das Herz, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich E-Mails bekomme von Gastronomen, von Einzelhändlern, die mir berichten, wie es ihnen gerade geht. Und wenn ich mir das alles anschaue, dann verpufft ganz viel Arbeit der letzten Jahre. Ich habe die Tage Götz Beck auf der Straße getroffen, unseren Tourismusdirektor, und er berichtet genau das Gleiche. All das, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat für das Kongresswesen, für die Touristikthemen, das Thema Welterbe, was man jetzt auch gut spielen wollte, auch als Tourismusdestination, all das findet momentan nicht statt. Und gleichzeitig schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite die Infektionsraten und die Entlastung des Gesundheitssystems eben kontra einer lebendigen Innenstadt. Aber gerade auch jetzt in der Weihnachtszeit müssen wir den örtlichen Handel die Stange halten. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man sich überlegt, in die Stadt zu gehen, zu Zeiten, wo vielleicht nicht so viel los ist, vielleicht mal einen Vormittag zu nutzen, um Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, den Handel mit zu unterstützen. Und da begrüße ich jetzt herzlich Ecke Schmölz, den Chef von Augsburg Marketing. Denn Augsburg Marketing hat sich in den vergangenen Wochen viele Gedanken darüber gemacht, was wir denn vor Ort tun können. Ja, vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Zuhörende. Ja, was ist die Aufgabe jetzt von Augsburg Marketing? Für die Stadt ist es eben wichtig, trotz der derzeitigen Corona-Situation als Einkaufsstadt gerade auch im Umland immer präsent zu bleiben und vor allem im Gespräch zu bleiben. Dies unterstützen wir mit Aktionen, mit Kampagnen bestmöglich, mit dem Ziel eben, dass Augsburg als Einkaufs- und Erlebnisziel eben immer im Kopf bleibt. Die Adventszeit ist ja seit jeher auch eine Zeit, sage ich mal, der Gemütlichkeit, der Heimeligkeit. Und ich glaube, das und vor allem die damit verbundene Adventsstimmung, die kann uns nicht einmal Corona nehmen. Und eines, was zur Adventszeit dazugehört, wenn wir schon nicht den Geruch von Glühwein und Bratwurst haben, ist Licht, Lichter. Diese wird es in der Augsburger Innenstadt trotz Corona geben. Und zwar schöner und vielfältiger als sonst. Wir werden zusätzliche Installationen in der Stadt machen. Natürlich keine Shows, damit man das nicht falsch versteht. Es geht einfach um eine schöne, stimmungsvolle
Beleuchtung, sei es beim Maximilian-Museum, beim Mansu-Brunnen am Martin-Luther-Platz oder in der Anna-Straße. Außerdem gibt es am Freitag auf dem Augsburger Rathausplatz neben unserem Baum und ja auch dem Adventskalender strahlende Engelsflügel als Selfie-Point für leuchtende Grüße aus Augsburg. Denn Licht ist für uns eben nicht nur ein Zeichen für Sicherheit, sondern eben auch für Zuversicht. Und eine beleuchtete Augsburger Innenstadt lädt dann auch zum Weihnachtsshopping ein. Es wurde ja schon gesagt, es muss nicht immer der Samstag sein. Vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, wenn jetzt viele im Homeoffice sind, dass man sich die Zeit etwas flexibler einteilen kann und eben auch mal unter der Woche oder in den Abendstunden unter der Woche in Ruhe einkaufen geht und sich vor allem in Ruhe beraten lässt. Wir bewerben intensiv den Augsburg City-Gutschein. Denn dieser Gutschein kann in 120 Läden eingelöst werden und kommt somit direkt 1:1 auch wieder dem Handel und dann auch später wieder der Gastronomie in der Stadt zugute. Und es sei nochmal gesagt, dass auch jeder daran teilnehmen kann. Das ist durchaus ein Aufruf auch an jeden Innenstadthändler, an jeden Innenstadtgastronom, auch Dienstleister, für Mitglieder unseres Fördervereins hier e.V. Förderer von Augsburg Marketing ist dies auch sogar kostenlos. Vielleicht mal ein paar aktuelle Zahlen. Stand gestern wurden im Jahr 2020 Gutscheine im Wert von 463.000 Euro verkauft. Bisher nur in diesem Jahr eingelöst wurden fast 300.000 Euro. Das sind bereits jetzt Rekordzahlen und das ja bevor die eigentliche Hochsaison für Gutscheine losgeht. Die jetzige Weihnachtszeit, da kann man auch mal Danke sagen, weil das auch ein Zeichen ist, dass Augsburg hier zusammenhält. Wir werden auch online natürlich große Werbung machen, unter anderem für unseren Online-Adventskalender. Damit wird auch die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten in Augsburg online abgebildet. Das führt natürlich auch zu unserem Portal augsburgcity.de. Dort sind 572 Augsburger Unternehmen aufgelistet. Das heißt, dort kann man, wenn man drauf geht, die vielfältigen Shoppingmöglichkeiten von Augsburg, sei es Designermode, die hier hergestellt wird, die nachhaltig hergestellt wird, sei es Delikatessen bis zu den neuesten Modetrends entdecken. Egal ob inhabergeführte Läden, ob Boutiquen, traditionsreiche Geschäfte oder eben auch der Stadtmarkt. Dort kann man einfach draufschauen, sich vom Angebot in der City ein Bild machen, überraschen lassen. Ich möchte an dieser Stelle auch mal den Medien danken, unseren Medienpartnern, weil es wieder zahlreiche Hilfs- und zusätzliche Sichtbarkeitsaktionen für die Augsburger Händler und Gastronomen gibt. Nicht vollständig, da bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, aber ich hoffe, dass ich die meisten jetzt kurz nennen kann. Danke zum Beispiel an Hitradio RT1 für die Plattform RT1 mal zum Mitnehmen einer Unterstützung der regionalen Gastronomie. Das gilt auch für Radio Schwaben. Danke an Radio Fantasy mit ihrer geplanten Aktion Christkindlesmarkt at Home. Auch mit der Mission zu vermitteln, dass viele Geschäfte nach Hause liefern und vor allem, dass die Geschäfte in der Stadt nicht zugesperrt sind in der Vorweihnachtszeit. Danke an die Stadtzeitung für kostenloses Angebot, an ihre Partner Videobotschaften an die Kunden ausstrahlen zu können. Danke an die Augsburger Allgemeine für die Unterstützung des Weltbild Weihnachtsmarktes. Auch eine Online-Plattform, wo sich alle Christkindlesmarkt, Marktbeschicker, aber auch andere Händler kostenlos präsentieren können. Wir merken, auch hier haben wir ein großes Netzwerk und auch das zeigt mir, dass Augsburg hier auch zusammenhält. Vielleicht noch abschließend eine kleine Bitte an alle, die auch in der Folgezeit eine lebendige Innenstadt, aber auch lebendige Stadtteile haben wollen. Bitte schauen Sie vor allem auch nach lokalen Online-Angeboten. Und wenn Sie unterwegs sind, fragen Sie doch Ihren Buchladen mal wieder, was Sie empfehlen können. Fragen Sie den Gemüsehändler auf dem Stadtmarkt, welche Tomatensorte am besten zu welchem Gericht passt. Fragt den Spielzeughändler, was die Kiddies wirklich wollen. Und vor allem vergessen wir auch nicht die Kultur. Auch hier kann man Gutscheine schenken und somit lokale Künstler und Agenturen unterstützen. Viele machen es sich einfach. Online-Vergleichsportale sind ja so praktisch. Nur was da nicht dabei ist, sind oft die Angebote des stationären lokalen Handels. Und wer ungefiltert Dinge entdecken will, auch mal Neues sehen will und abseits vielleicht dieses Online-Riesen-Logorithmus-Empfehlungen haben will, der sollte einfach an seinen lokalen Einzelhandel vor Ort denken.
Was heißt Marketing in diesen Zeiten? Vielleicht nicht nur Kreativität, sondern es ist vor allem Solidarität gefragt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmölz. Und damit kommen wir auch zu Weihnachten. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich die Frage stellen, wie das Weihnachtsfest dieses Jahr aussehen wird. Auch dazu gibt das Papier der Ministerpräsidentenkonferenz, das morgen beraten wird, eine Antwort. Die Länderchefs möchten, dass Weihnachten, soweit es geht, irgendwie normal stattfinden kann, im Kreis von Familie und von Freunden. Und deswegen sieht dieses Papier vor, dass in der Zeit vom 23.12. bis zum 1.1. sich 10 Personen haushaltsunabhängig miteinander treffen können, Freunde, Familienangehörige, um die Feiertage miteinander zu begehen. Das nächste Thema ist das Thema Silvester. Auch hierfür hat das Papier bereits eine Ausführung. In diesem Papier wird darum geworben, dass in diesem Jahr auf Feuerwerk verzichtet werden soll. Es geht ja eben nicht nur um Vermeidung von Menschenansammlungen, sondern vor allem auch um die Vermeidung von Unfällen und damit auch um die Entlastung der Krankenhäuser. Aber das ist eine Entscheidung, die wahrscheinlich vor Ort getroffen werden muss. Und da werden wir uns als Stadt Augsburg dann eben auch Gedanken darüber machen, wie wir hier in Augsburg mit diesem Thema umgehen, sobald die entsprechenden Beschlüsse bzw. die entsprechenden Rechtsgrundlagen durch den Freistaat Bayern dann uns gegeben worden sind. Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, warum sage ich das alles? Es geht, und ich vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, einfach in Anführungszeichen nur darum, dass wir die Infektionswerte senken. Wir müssen mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, dazu kommen, dass wir weniger Infizierte haben und damit weniger schwere Verläufe und weniger Belastung für die örtlichen Krankenhäuser. Wir müssen den Wert jetzt senken. Das ist eine gemeinsame Anstrengung und Anstrengungen sind nie leicht. Es ist nie etwas, was man auf die leichte Schulter nimmt, sondern das ist etwas, was uns natürlich auch belastet und was uns vielleicht auch traurig oder wütend macht, was vielleicht auch Unverständnis hervorruft. Aber ich habe Ihnen vorher die Situation im Universitätsklinikum geschildert. Das ist Realität. Das ist kein Science-Fiction, das ist kein Horrorszenario, das ist auch keine Panikmache. Es ist schlicht und ergreifend die ehrliche Realität. Und deswegen müssen Sie bitte alle mitmachen. Und mit alle meine ich auch alle. Vergessen Sie eben auch weiterhin nicht unser gemeinsames Ziel, dass wir mit so wenig Kranken, Schwerkranken und Todesfällen durch diese zweite Welle kommen. Nur darum geht es. Das habe ich vor 2 Wochen schon mal gesagt. Und ich möchte mich ausdrücklich bei all denjenigen bedanken, die seit Wochen sich an das Regelwerk halten, mit schwerem Herzen Kontakte eingeschränkt haben, sich genau überlegen, wo sie hingehen, die Maske vorbildlich tragen und damit in Solidarität zu allen anderen und vor allem in Solidarität mit denen, die medizinische Hilfe brauchen und die medizinische Hilfe leisten, sich verhalten. Und ich möchte ausdrücklich an all diejenigen appellieren, die meinen, dass sie mit diesen Regelungen ja nicht gemeint sein können. Solche gibt es nämlich leider auch zuhauf. Ich möchte Sie bitten, sich ab jetzt an diese Regeln zu halten, weil wir eben diese gemeinsame Kraftanstrengung brauchen, damit wir in Augsburg die Inzidenzzahlen in den Griff bekommen. Bitte halten Sie durch, bitte machen Sie weiter mit, bitte halten Sie sich an die Regeln und passen Sie vor allem auf sich und auf andere auf und bleiben Sie gesund. Ich darf jetzt die Vertreter der Medien fragen, ob es Fragen gibt. Herr Heinzle von der AZ. Jörg Heinzle, Augsburger Allgemeine. Wie sieht denn die Lage, Sie hatten es vorher schon mal angesprochen, im Gesundheitsamt im Moment aus, auch was die Kontaktnachverfolgung angeht? Man hat ja da doch viele zusätzliche Kräfte bekommen. Benötigt man da weitere Aufstockung oder kommt man damit im Moment zurecht?
Herr Dr. Wiebmann, also vielleicht nochmal zur Erläuterung. Wir haben ja das atmende System, wo wir auch zusätzlich städtisches Personal aus anderen Dienststellen einsetzen. Wir haben eine Taskforce eingerichtet, die das Ganze koordiniert. Aber den aktuellen Überblick hat Herr Dr. Wiebmann. Wir haben in den letzten Wochen tatsächlich eine enorme Personalmehrung bekommen, so wie wir es auch geplant hatten für den Fall, dass die Zahlen massiv ansteigen. Zahlenmäßig ist es so, dass wir tatsächlich jetzt gut aufgestellt sind, die Aufgabe zu bewältigen. Natürlich ist das Verhältnis vom Fachpersonal zu Hilfspersonal dadurch verrutscht in Richtung Hilfspersonal, sodass natürlich die Vorgänge jetzt nicht mehr so flüssig laufen, wie man sich das bei niedrigen Fallzahlen vorstellen würde. Das ist aber nicht zu ändern. Es ist so, dass wir jetzt diese großen Fallzahlen natürlich mit vielen Helfern bewältigen müssen. Das machen auch alle anderen Gesundheitsämter gleichermaßen. Es gibt keine andere Möglichkeit und damit fahren wir jetzt ziemlich gut. Was uns auch sehr beschäftigt, sind die vielen Ausbruchsgeschehen inzwischen in Pflegeheimen. Das sieht man ja auch an den Alterszahlen, dass so viele über 90-Jährige betroffen sind. Die meisten sind ja in Pflegeheimen. Und da werden unsere Fachkräfte gefragt. Und dadurch, dass wir zu viele Hilfskräfte haben, die die Kontaktpersonennachverfolgung für uns größtenteils selbstständig übernehmen können und das Gott sei Dank inzwischen auch schon wirklich sehr gut funktioniert, ist es uns möglich, die Fachkräfte jetzt wirklich darauf zu konzentrieren, wofür man Fachkräfte braucht, nämlich auf das Management von Ausbruchsgeschehen. Und dieses Ziel haben wir jetzt auch wirklich gut erreichen können und können jetzt die Ausbruchsgeschehen, die derzeit vorherrschen, damit auch ganz gut in den Griff bekommen. Allerdings, das Problem an den Ausbruchsgeschehen, um nochmal weiter auszuholen, ist auch, dass natürlich dadurch, dass die Bevölkerung inzwischen so einen hohen Grad an Infektionsgeschehen in sich hat, ist es so, dass in solchen Pflegeeinrichtungen immer wieder neue Eintragungen durchs Pflegepersonal oder durch Besucher stattfinden, was nicht vermeidbar ist, sodass uns diese Ausbruchsgeschehen jetzt noch länger beschäftigen werden, bis das Infektionsgeschehen tatsächlich auch in der Bevölkerung rasch nachlässt. Und das ist auch ein Grund, warum wir schnell dorthin müssen, dass das Infektionsgeschehen nachlässt. Danke, Herr Dr. Wiebmann. Herr Heinzle. Nachfrage an Herrn Wiebmann, wenn er gerade am Pult steht. Ja, genau. Es ist ja auch so, dass man in Ausnahmefällen auch Covid-19-positive Pflegekräfte einsetzen kann, wenn sonst ein großes Personalproblem in Heimen, Einrichtungen besteht. Das sollte ja in Absprache mit dem Gesundheitsamt passieren. Gibt es solche Fälle in Augsburg, wo das in Absprache mit dem Gesundheitsamt erlaubt wurde, gestattet wurde, geduldet, wie auch immer? Ja, die Fälle gibt es. Allerdings muss man differenzieren, erstens zwischen medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und andererseits pflegerischen Einrichtungen, insbesondere zur Altenpflege, die ganz anders gehandhabt haben werden. Zugrunde liegen die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die eben auch diese Differenzierung vornehmen und in dieser Differenzierung auch noch differenzieren natürlich zwischen den Infizierten und den Kontaktpersonen. Was dazu führt, dass in Pflegeheimen, und das war ja die Frage, Kontaktpersonen bei relevantem Personalmangel nach 7 Tagen wieder arbeiten dürfen. In Krankenhäusern übrigens umgehend. Die haben keine 7-tägige Wartefrist laut Robert-Koch-Institut. Und so setzen wir das natürlich auch um. Und Infizierte dürfen in wirklichen Ausnahmefällen auch in Krankenhäusern, also im medizinischen Bereich, weiterarbeiten, in Pflegeheimen aber derzeit nicht. Das heißt, wir haben in Augsburg die Regelung des Robert-Koch-Instituts wirklich derzeit 100% übernommen, dass wir in Pflegeheimen es derzeit nicht zulassen, dass dort Infizierte arbeiten. Gibt es weitere Fragen? ATV. Wildfeuer von ATV. Eine erste Frage an die Oberbürgermeisterin, wenn es um die Kontaktbeschränkungen geht, jetzt innerhalb von der Familie, wie weit zählen da die Kinder auch damit rein, wenn es um die 2 Haushalte geht? Kinder unter 14 sind ausgenommen. Also die Kinder zählen erst ab einem Alter von 14 Jahren. Jetzt ist ja so, die wird ja dann morgen auch beraten. Was passiert denn, wenn jetzt die Maßnahmen, die Sie jetzt heute angesprochen haben, wenn die drastischer ausfallen, als die morgen beschlossen werden?
Also wie gesagt, wir haben ja bereits den Entwurf dieses Ministerpräsidentenpapiers, an dem wir uns jetzt in vielen Fällen auch entsprechend langgehangelt haben. Aber natürlich sind Punkte dabei, die weitergehend sind, zum Beispiel eben den Wechselunterricht, wenn 1,5 Meter nicht eingehalten werden können in Mittel- und in Förderschulen. Das müssen wir einfach deswegen machen, weil wir Hotspots sind. Wir sind nach wie vor eine der Städte in Deutschland, die am meisten Infektionszahlen haben. Und insofern können wir natürlich vor Ort auch entsprechend verschärfen. Aber mir ging es eben darum, dass die Dinge, die wahrscheinlich morgen besprochen werden und beschlossen werden und dann ja vom Freistaat dann auch umgesetzt werden, dass wir die eben so weit möglich parallel machen, aber es kommt dann halt noch oben was drauf. Aber deswegen hatte ich am Anfang auch formuliert, dass das jetzt heute eine Vorab-Info ist, dass sich nochmal Veränderungen ergeben können, aber dass mir das einfach wichtig war, dass wir frühzeitig informieren, weil das war ja die Kritik vor 4 Wochen, dass es für viele so ein bisschen hoppla hopp kam, dass wir am Donnerstagnachmittag die Maßnahmen bekannt gegeben haben, die dann am Freitagabend in Kraft getreten sind. Gibt es denn Bestrebungen, die Bußgelder, die Höhe der Bußgelder zu erhöhen, wenn sich jemand jetzt nicht an die Maßnahmen hält? Die Bußgelder sind keine Angelegenheit der Stadt Augsburg, die wir selber festlegen können, sondern es ist der Bußgeldkatalog, der eben über die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgelegt ist durch den Freistaat Bayern. Und da gibt sich eben dann eine Bandbreite, wie hoch die Bußgelder ausfallen. Und es ist eben auch im Ermessen der jeweiligen Beamtinnen und Beamten der Polizei oder des Ordnungsdienstes, was für eine Art Schwere des Verstoßes denn tatsächlich auch vorliegt. Herr Trebes, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen, die uns über das Internet zugeschaut haben. Haben Sie noch einen schönen Dienstag. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.